Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit The Hunter. Ja, wir haben als letztes abgewartet, dass hier ein Fuchs kommt, der nicht kommt. Weshalb ich jetzt einfach weiterziehe. Durch das Rennen habe ich ihn wahrscheinlich verjagt. Oder er hat es halt gar nicht mitgekriegt. Auch durchaus möglich. Ja, das ganze Gebiet hier ist quasi neu für mich. Ich kenne das hier alles nicht. Die ganze Ecke habe ich noch nicht einmal abgelaufen. Nicht mal ansatzweise abgelaufen. Deshalb weiß ich nicht, was wo kommt und wann, wie, wo, wie, was kommt. Das ist dann quasi random. Da lasse ich mich überraschen. Den Fuchs hätte ich natürlich gern gehabt. Freue mich immer, wenn ich mit dem Bogen schießen kann. Für alles andere werde ich dann bei jedem anderen Tier werde ich die 7 mm benutzen. Außer halt Hasen, da habe ich ja die 22er dabei. Tja, hier muss irgendwo der Fuchs gewesen sein. Ah, man hört ihn auch. Nur wo? Da vorne. Er kommt halt einfach nicht. Das ist das Problem. Wenn der nicht kommt, dann kann ich hier machen und tun, wie ich will. Dann kommt der halt nicht. Weiß auch gerade nicht mal, wo der Wind kommt. Und hinter mir, das ist schlecht. Ich würde ihn natürlich gerne haben wollen. Ohne Frage. Den möchte ich schon gern haben. Ich versuche ihn jetzt einfach mal direkt zu mir zu locken. Einfach direkt hierher zu locken, ist vielleicht eine Idee. Mal schauen. Dadurch, dass der Wind hinter mir kommt, wird er mich früh riechen können. Ich werde mich mal ein bisschen in die Richtung verfatzen. Damit der Wind meinen Geruch nicht direkt zu ihm trägt. Von hier sehen wir ihn auch sehr gut kommen, wenn er kommt. Ansonsten hätte ich, wenn ich jetzt meinen Duftunterdrücker dabei gehabt hätte, meinen Hunter Diesel, dann hätte ich auch auf den geschossen, mit Wind im Rücken. Dann würde der Pfeil halt auch nicht allzu sehr verziehen, sondern würde genau aufs Ziel fliegen. Aber gut, was soll ich tun? Wenn nicht soll, dann soll nicht. Hab's einfach nicht dabei. Zum Teufel nochmal, der Fuchs kommt nicht. Der Fuchs will einfach nicht. Da kann ich tröten, wie ich will. Also, da sieht man halt sehr gut, ich könnte hier rumsitzen und es würde einfach nichts passieren. Ich könnte hier sitzen und sitzen und sitzen und es würde einfach nicht kommen. Das ist natürlich unpraktisch. Deshalb, im Let's Play kann ich sowas nicht machen, hier so lange rumsitzen. Dann kann ich hier 10, 20 Minuten sitzen und es würde nichts kommen. Wenn ich für mich alleine spiele, ist das was anderes. Da kann man das schon machen. Kann man sich ruhig mal ein bisschen länger hinsetzen und warten. Aber im Let's Play mache ich das nicht. Tja, jetzt bin ich gespannt, was hier mir jetzt noch alles so über die Quere läuft, wenn mir was über die Quere läuft.
Wie gesagt, das Gebiet hier kenne ich ja nicht. Weiß nicht, was hier auftaucht. Ob hier überhaupt noch was auftaucht. Vielleicht kommt hier auch gar nichts mehr. Durchaus möglich, dass hier einfach gar nichts gibt. Mein der Fuchs, der ist hier lang gelaufen, das weiß ich. Aber das war's ja dann auch. Ansonsten sehe ich hier nämlich gerade gar nichts. Also ich habe hier weder ein Känguru noch ein Schwein gesehen. Wo ich mir gut vorstellen kann, dass die Schweine hier auch noch durchtapsen. Hier bewegt sich nichts. Na gut. Aber schöne Schmetterlinge gibt es hier. Hier mal wieder in den Normallaufmodus. Hier sind Spuren. Von einem Rotfuchs, der da lang gelaufen ist. Von mir aus. Den werde ich jetzt nicht verfolgen. Kann es auch nur sagen, dass man. Ich würde dem Fuchs nicht mehr verfolgen. Ich habe das mal gemacht. Und dem hinterher zu laufen, das ist. Das ist echt ärgerlich, weil er einen jedes Mal auch bemerkt, wenn man zu nahe kommt. Da vergeht einem schnell die Laune. Da vergeht einem sehr schnell die Laune. Also wenn, dann muss man den halt zu sich locken. Alles andere ist irgendwie unsinnig. Also meiner Meinung nach. Man verliert da einfach nur Zeit und Nerv. Ich glaube, dem laufe ich auch gerade hinterher. Ich suche eigentlich gerade nur eine Position, wo ich mich hinsetzen kann in Ruhe, aber hier ist alles so dicht, so zu. Was mir nicht wirklich viel ermöglicht. Hier irgendwo hin zu positionieren. Ich würde mich jetzt hier auf den Stein draufsetzen. Ich guck mal, ob ich ihn direkt locken kann. Möglicherweise bemerke ich ihn auch viel zu spät und dann steht er schon neben mir. Möglich ist alles. Ist einfach alles viel zu grasig. Zu viele Büsche, man, zu viele Steine. Aber sehen würde ich ihn doch wenigstens mal gerne. Das wäre auch schon schön. Da würde ich mich auch drüber freuen. Wenn ich ihn wenigstens sehen könnte. Bewegt sich auch nichts vor mir, ne? Vor mir bewegt sich einfach nichts. Oh, cool. Cool. Da kommt er. Spotte ihn. Falter. Wahrscheinlich genau durch das Gebüsch da kommen. Dann sehe ich ihn leider zu spät.
Warten und hoffen, dass er von da kommt, genau. Das ist gut. Nicht getroffen? Nicht dein Ernst. Bin mir nicht sicher, ob ich getroffen habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Armer getroffen. Lunge, Herz. Phew. Ich dachte schon, den habe ich nicht getroffen. War mir nicht sicher, es lief doch ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack gerade ab. Da hinten ist noch irgendwo ein Fuchs. Muss aber erstmal den einen finden, damit ich den anderen holen kann. Der ist ja dummerweise nun weggerannt. Der andere. Muss doch jetzt mal irgendwo hier liegen, oder? Jetzt mal ernsthaft. Irgendwo muss doch hier mal Ende sein. Hier weiter geflüchtet? Tatsache. Der ist ganz schön weit gekommen. Da steht der andere Fuchs. Ach, den habe ich verjagt. Schade. Ich dachte, was guckt mich denn da an? Aber wie gesagt, erstmal den einen. Dann kann man sich um anderes kümmern. Weil ansonsten verliere ich den Überblick. Und finde dann das eine nicht mehr wieder und das andere nicht. Wenn der jetzt wenigstens irgendwo gelegen hätte vor mir, dann hätte ich wenigstens gewusst, okay. Alles wird gut. Dann hätte ich mir den anderen vorknöpfen können. Mensch, ich hab den doch getroffen. Was soll denn der Mist? Kann denn der so weit rennen? So, jetzt folge ich hier irgendwie einer anderen Spur, gar nicht von dem, der eigentlich der angeschossen ist. Da hinten ist eine Spur, ich glaube, da liegt er auch. Ja, wie man sieht, also den anderen Fuchs hätte ich so gar nicht erwischen können. Hätte ich da nur so viel rumgesessen und hätte gewartet und gewartet, aber das andere war wahrscheinlich ein Männchen, das sah ziemlich groß aus. Vorderbein, linke Lunge. Starkes Tier, ey, dass er noch so weit gekommen ist, ist schon hammerhart. Muss ich ja mal sagen. Trotz Pfeil in der Brust. Ah, gut. Und weiter geht der Gaudi. Da ist noch einer. Seht ihr den? Falscher Caller. Da hinten. Spotte ihn. Verdammt. Spotte ihn. Ja, der muss halt ein bisschen in unsere Richtung kommen. Dann kann ich ihn auch spotten.
schon sagen, er ganz schön desinteressiert, aber er kommt. Weibchen. Kommt doch ganz gemütlich. Noch 100 entfernt. Ach du Scheiße, das sind zwei. Da kommen gerade zwei, einer schneller als der andere. Auch ein Weibchen. Macht keinen Unterschied, wen ich da zuerst nehme. Noch einer. Was ist denn hier los? Scheiße. Jetzt habe ich gar keinen erwischt von den dreien, oder was? Alter, wo kommen die alle her? Oh! Ich glaube, ich habe den einen jetzt gar nicht erwischt. Das war gerade echt zu viel. Doch, ich habe getroffen. Ziemlich dunkles Blut sogar. Boah, ey. Hammerhart, oder? Das ist ja richtig crazy. Drei Stück. Da quakt schon wieder einer. Da vorne. Irgendwo hier? Irre. Das sind echt gute, ne? Die sind gar nicht schlecht. Das sind ziemlich gute, die ich hier erwische. Krass, Mann. Aber so viele. Also wenn das jetzt ein Indikator dafür wäre, dass es hier viele Hasen gibt oder so, ja, dann wäre ich echt glücklich. Aber bis jetzt habe ich ja noch keinen einzigen Hasen gesehen. Ich höre immer nur diese doofen Füchse. Und dann noch so viele. Total irre, ne? Total irre. Drei Stück auf einmal. Ja, wäre man jetzt zu dritt unterwegs gewesen, hätte jetzt jeder einen kriegen können. So ist es halt bei einem geblieben. Für mich. Aber komplett irre. Noch nie drei Füchse auf mich zukommen sehen. Das war mal was Neues. Scheinen wohl sehr großen Hunger zu haben. Anders könnte ich mir das jetzt nicht erklären. Echt gewaltig. Ich war echt überfordert. Weil ich wusste, dass ein Schuss reicht, um alle zu verjagen. Die hören das ja. Die hören das ja richtig gut. Das ist ja nicht so wie bei den anderen Tieren. Wenn wir hin, du schießt halt einmal und dann kriegen die anderen das nicht mit. Das kriegen die ja alle mit. Irgendwo da vorne. Werde ich mich mal hier über die Klippe begeben. Dann werden wir mal gucken, ob wir nicht noch einen kriegen können. Wenn ich mich nicht immer verklicken würde.
Wenn nicht gleich wieder 3, 4 Stück auf mich zukommen. Selbstverständlich. Irgendwo da soll er sein. Laut Hunter Mate. Kommen sehe ich aktuell nichts. Nee, überhaupt, da ist er. Ich weiß gar nicht, ob das Ding den spotten kann. Ist mal blöd, diese kleinen Tiere zu spotten. Männlich. Okay, den haben wir tatsächlich noch nicht gespottet. Der ist new. Scheiße, ich habe den linken Knopf gedrückt. Schnell wieder weg. Versenkt. Noch einer? Irgendwo? Vielleicht? Da war doch noch einer. Ich hab's gehört, wie er weggerannt ist. Was ist denn hier los, Alter? So viele Füchse. Schnell noch markieren die Stelle. Ja, den sammeln wir noch ein. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Kommentiert nicht vergessen, Abo nicht vergessen, dann selber ein Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.